Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier und natürlich auch im Livestream. Die Städte und Gemeinden in NRW sollen rund 9 Milliarden Euro Zuweisungen vom Land erhalten. Dies bedeutet eine Steigerung von etwa 3,5% gegenüber dem Vorjahr. Diese Steigerung ist alleine darauf begründet, dass die zugrunde liegenden Steuereinnahmen weiter gestiegen sind. Das ist natürlich erfreulich, aber ist leider nicht zurückzuführen auf eine politische Einwirkung des Landesgesetzgebers an der Stelle. Führen die zusätzlichen Mittel jetzt zu einer Entlastung der Kommunen und zu einer Verbesserung der Kassenlage? Das ist eher zu bezweifeln. Betrachtet man auch hier beispielsweise das Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln, gerne hier als FIFO-Gutachten bekannt, aus März 2013 genauer, wird schnell deutlich, dass es hier noch viel Verbesserungspotenzial gibt. Irgendjemand müsste mal an sein Telefon gehen. So führt, um nur ein Beispiel zu nennen, die Einführung des sogenannten Flächenansatzes, der politisch begründet, aber finanzwissenschaftlich nicht geboten ist, zu einer Verschiebung in der Finanzausgleichssystematik. Nicht alle Flächengemeinden verfügen aber über kostenintensive Infrastruktur. Hier müssen die regionalen Strukturen viel stärker berücksichtigt werden. Zudem findet der Flächenaspekt im kommunalen Finanzausgleich bereits an anderer Stelle Berücksichtigung. So wird unter anderem die allgemeine Investitionspauschale zu 3/10 nach Gebietsgröße verteilt. Ja. Anmerkung? Danke. Insgesamt betrachtet kann man das Gemeindefinanzierungsgesetz als ersten, aber leider viel zu kleinen Schritt in Richtung mehr Verteilungsgerechtigkeit sehen. Beispielsweise durch die Neugewichtung des Schüleransatzes, dem wir sehr positiv gegenüberstehen an der Stelle. Weitere Änderungen wie die Berechnung von Bedarfsgemeinschaften oder die Berücksichtigung der unterschiedlichen Gewerbesteuern sollten allerdings zeitnah eingearbeitet werden und berücksichtigt werden an der Stelle. Dem Trend der Anhebung der Hebesätze, sich auf eine Spirale nach oben zu begeben, stehen wir als Fraktion sehr kritisch gegenüber. Hier muss man im Gegensatz zu dem, was Kollege Krüger eben sagte, durchaus betrachten, wie die umgebenden Bundesländer sich entwickeln und auch, wie sich das die europäischen Nachbarn das Ganze, wie sich die Entwicklung der Steuersätze dort entwickelt. Das ist durchaus mit zu betrachten. Wir können hier nicht ein einzelner Punkt sein, wo die Steuern oder die Hebesätze an der Stelle immer weiter steigen. Vor allen Dingen angesichts schrumpfender Bevölkerungszahlen müssen wir dieses Finanzausgleichssystem eher auf eine zeitgemäßere Berechnungssysteme umstellen, die auch demografiefest sind. Was die Koalitionsverhandlungen im Bund angeht, sind wir sehr gespannt, ob wir noch weitere Impulse zu erwarten haben. Der Koalitionsvertrag liegt ja jetzt anscheinend vor. Wir werden ihn sehr genau prüfen, ob hier noch Impulse für die Kommunen zu erwarten sind. Zurzeit empfinden wir das als sehr übersichtlich. Des Weiteren sind wir darüber informiert worden, dass es eine neu zu richtende Arbeitsgruppe des Ministeriums für Inneres und Kommunales geben soll, mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammen. Wir würden uns sehr freuen, daran beteiligt zu werden. Als gesetzgebende Kraft wäre das schon sinnvoll, in diesem Prozess von vornherein dabei zu sein. Daher können wir insgesamt dem hier vorliegenden Gesetzentwurf nicht zustimmen und werden uns daher enthalten. Vielen Dank.